Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Skies mit dem C-Tech. Hallo, Chico. Na? Ne? Machen wir weiter? Ich denke schon. Ja, wir haben immer noch das Problem. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben immer noch das Problem, dass wir wenig Eisen haben für den Ignis Extruder. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir die Smeltery bauen von Tinker's Construct. Und ich farm gerade so die Materialien dafür zusammen. Gut, die Monsterfarm ist fertig und kann endlich in Betrieb genommen werden. Juhu. Okay. Ach, du hast so eine kleine Farm, wolltest du ja nur bauen, ne? Ja, ganz klar. Obwohl, nee, stopp mal, das ist falsch hier. Nee. Schauen wir uns das doch mal an, was die Shigu da gebaut hat. Ah, okay. Müssen wir nur hoffen, dass da welche spawnen. Ach genau, jetzt weiß ich, wo ich... Warte, geh mal ein Stückchen... Wohl. Ja. Ich muss brauchen die nicht noch ein bisschen mehr Platz? Reicht das, wenn es eins breit ist bloß? Ja, klar. Okay. Für normale Viecher, auf jeden Fall. Zombies und so. Na gut, Spiders können glaube ich nicht spawnen, ne? Das kann gut sein. Obwohl, theoretisch schon. Hier nur zwei breit, die sind ja nicht zwei... Na gut, mal gucken. Warten wir mal ab, was spawnt und was nicht spawnt. Nur ich habe einen kleinen logistisch-technischen Fehler drin, und zwar 1, 2, 3, 4... nö, das passt. Ich muss das Ganze einen höher setzen, weil ich nicht daran gedacht habe, weil mit dem einen großen Spalt da drin können nämlich die Spiders und die kleinen Zombies zum Beispiel abhauen. Aber wenn ich, an das Guckloch quasi oben noch eine Half-Step dran baue, können wir aber nicht mehr reingucken, vernünftig. Okay. Ich kann hier einmal einen höher setzen. Dann sollte das gehen. So, das Clay habe ich gleich soweit fertig. Wunderbar, muss ich nur noch zerhauen. Dann habe ich über einen Stack Gravel und noch über einen Stack... So, ja, perfekt. Jetzt habe ich meine roten Kreuze, dass auch alles spawnen kann. Prima. Yeah, super. Wir müssen uns nur ein bisschen davon entfernen, dann sollten ja theoretisch die ersten Monster da gleich spawnen. Na gut, die Flying Pen liegt auch noch irgendwo drin. Da denke ich mal, relativ gut für geeignet. So, und... ein Schwert haben wir auch schon. Ah, cool. Jo, hat ihn irgendwann weggezogen. Ach ja, hier steht auch eine Spiked Swat, genau. Schlecht. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte ein bisschen Kohle nehmen, und zwar... Obwohl, nee, Kohle sollten wir vielleicht noch behalten, oder? Die normale Kohle, ja. Charcoal kannst du benutzen. Charcoal haben wir aber, glaube ich, nicht mehr. Dann mache ich mal welche. Ja, okay. Dabei brenne ich dann den Rest noch erstmal mit normalen Sticks einfach ein. Und ich fahre noch mal ein bisschen Cobblestone, damit wir uns noch weiteren Ofen leisten können. Das geht ja jetzt relativ zügig. Ja. Wenn wir den direkt da oben drauf bauen, haben wir nämlich zwei Öfen an dem Platz, wo nur einer von uns Platz hat. Oh ja. Oh, hier brennt irgendwas. Oh, dein Baum fängt ja an zu brennen. Oh nein, du brennst. Oh nein, ich brenne. Ist Wasser, Wasser. Schönes, cooles Bad genommen. Oh je. Schnell, Brandgefahr. Ja. Wir haben noch Aero Slabs, oder, gehabt? Dann verbrauche ich die doch einfach nochmal, oder hattest du die schon irgendwie aufgebraucht, die Slabs? Nee, Cobblestone Slabs, da war ich nicht dran. Glaube ich. Wo habe ich die denn hingelegt? Vielleicht hier hinten, genau da in der Kiste. Ach ja, hier, vier Stück drin, genau. Wunderbar. Sollte ja hoffentlich reichen. Dann brauche ich nicht ganz so viele herstellen. Ah, jetzt sind die falschen wieder. Ich versehe mich immer mit diesen schwarzen Steinen, die hier schon verlegt sind, mit dem Cobblestone. Weil sie noch, sehen sie auch sehr, sehr ähnlich. Ja. Was? Ich dachte, die stacken übereinander. Nicht? Hm. Nochmal ausprobieren. Nee, scheinbar irgendwie... Oder ich mache irgendwas falsch, ich weiß nicht. Einen Augenblick, ich probiere mal, wenn man den vielleicht auf den anderen Block zielt. Nee. Will auch nicht so wirklich. Tja, dann... Dann haben wir... Gibt da eine halt. Naja gut, egal. Halt so.
Ist halt so. So, ist die Spitzhacke kaputt, aber die kann man reparieren, weil die aus Holz ist. Mit einer Plank, glaube ich, zusammen und dann, zack, ist die wieder repariert. Ah, sehr schön. So, jetzt habe ich die Cirrhid Bricks, die liegen da unten drin, die schmelzen schon mal ein. Dann werde Sehr ich hier gut. oben jetzt einmal Charcoal machen. Ja, sehr gut. Da muss ich gleich Glas noch kurz einschmelzen. Und ich denke, dann haben wir soweit alles Jawohl. für die ganzen Sachen. Gut. Müssen wir gleich nochmal gucken, was wir genau bauen müssen. Ein Ja, wir müssen mal eine. Zombie. Wie bitte? Ein Zombie. Ein Zombie, Unser erster ja, Zombie. der erste Zombie. Und Ich der hat sifte gleich nichts derweil. gedroppt. Nichts, oh, buh. Ich sifte noch ein bisschen Gravel einfach. Mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben und eventuell das ein oder andere Erz noch rausziehen. Derweil noch ein bisschen Dirt, weil ich es kann. Ich habe gerade voll viel Setzlinge. Eventuell könnte ich auch noch ein bisschen Sand draus machen, mal ein bisschen Sand ziften. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen diese komischen Seeds. So, einen Augenblick. Dann mache ich aus dem hier noch ein bisschen Sand. Und sifte das einfach mal, weil Gravel und so das haben und so Staub haben wir schon ein bisschen gesiftet. Jo. Dann sifte ich jetzt einfach mal ein bisschen Sand. Oh, die Hämmer, die gehen so schnell kaputt. Ja. Freue mich schon, wenn wir Pulverizer und so haben, die das dann automatisieren. Oh ja. Das erleichtert das einiges doch. Oh ja. Oh. Ach so, ich dachte schon, oh Gott, nee, ich habe die Karte so klein und sah nur hinter deinem Bild genau einen Creeper stehen. Aber es war nur in der Mob-Farm. Ja, der ist nur in der Mob Ja, Farm. ich habe mal rangezoomt. Jetzt ist alles gut. Oh Ach, die Gott. werden ja jetzt auch hier wieder auf der Map angezeigt. Alles klar. So, ich habe jetzt Sand, genau, das wollte ich siften. So, sifte ich nochmal ein bisschen Sand hier durch. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja so ein paar Seeds davon. Ich glaube, wir sollten uns dann auch mal in so eine spezielle Kiste nur für Erze anlegen, weil in dieser einen Kiste ist irgendwie alles Mögliche drin. Da hat man so ein bisschen mehr Übersicht, was man so an Erzen momentan hat und was noch nicht. Dann baue ich meine Kisten. Ist in der Kiste über dieser Mischkiste schon was drin? Nee, oder? Guck mal, nee, da ist noch nichts drin. Gut, Das wäre dann dann mache ich vielleicht jetzt ideal. einmal. Ja, das hast du was aufgesammelt, egal. Zack, so. Kannst du direkt alles reinlegen. Ah ja, gut, okay. Dann lege ich da jetzt, sage ich mal, alles Mögliche an Erzen und so rein. Kaktus-Seeds habe ich bekommen, sehr schön. Prima. Kaktus-Quarz, ah, Kohle, Flint. Flint und Kohle lege ich dann auch mit dazu. Ich meine, das gehört ja auch irgendwie dazu. Das kommt dann in die untere Kiste. So, nehme ich die Erze hier auch mal raus. Appetite lege ich da auch mal wieder rein. Oh, und du könntest auch mal, wenn die Kohle in dem einen Ofen durch ist, vielleicht mal ein bisschen Glas machen. Das braucht man ja sowieso auch für den ganzen Anschlag. Ja, das wollte ich gleich. Ich hatte deswegen Wunderbar. extra noch ein bisschen mehr Sand gefarmt. Iron. Schon wieder alles. Ach, wir haben sogar noch. Ah, da lag das ganze Iron. Ah. Interessant. Dann haben wir ja doch ein bisschen mehr Iron als gedacht. Ah, super. Habe ich wahrscheinlich letzte Folge wieder übersehen und haben wahrscheinlich schon die meisten ja geschrieben. Oh, ich habe doch schon so viel Iron. Wahrscheinlich. So, snaps. Da kann ich mal überlegen. 10 Iron. Wie brauchte ich denn überhaupt? Kann ich ja vielleicht doch den Ignis Extruder schon bauen? Du brauchst, glaube ich, mindestens 4. Mindestens 4, ja, und dann nochmal einen für den Pisten, also 5. Ah, dann passt. Nee, und einen für den Pneumatic, nee, zwei für den Pneumatic Servos. 4, 6, 7 brauche ich dann und ich habe 10. Das reicht dann ja. Vollkommen. Yippie! Dann kann ich hier Sehr meine schön, das Plattform war. gleich auch ausbauen weiter. Weil ich hätte ja gern Cobblestone als Fundament drunter, das ist praktischer. So, dann einen Redstone brauche ich. Dann brauche ich ein bisschen Cobblestone und ein bisschen Planks habe ich noch. Okay. Dann brauche ich noch Glas. Dann schmelze ich jetzt als nächstes mal Glas ein. Jawohl. Der oben ist fertig, das ist sehr gut. Dann ah, verdammt. Schmeiße ich da mal 32 Sand oder so rein. Sollte fürs Erste reichen. Ja, absolut. Und dann sifte ich mal das letzte Sand, was ich hier noch habe.
Aber eben einfach schnell durch. Jo. Dann kriegen wir da wie sowas raus. Dann würde ich sagen, fange ich schon mal mit den Tinkers Construct Sachen an. Ja. Glas, wie gesagt, liegt dann im obersten drin. Müsst ihr für den Tank dann gebrauchen. Jo. Zack. Prima. So. Das, da wieder. Sehr schön. Ach, Ember ist ja auch noch drin. Das kann von mir aus da unten mit rein. Oh, es wird gerade wieder Nacht. Dann lege ich mich mal ganz kurz hin. Bin gerade am Arbeiten. Jawohl. Ach, Erde hast du auch schon wieder gemacht. Gut, dann sammle ich die auch schon mal wieder mit ein. Ich habe noch 7 Stück hier liegen, falls du sie gerade brauchst, aber ich baue jetzt gleich. Obwohl, nee, neben die Hopfarm könnten wir die Schmiede bauen, oder? Ich glaube, die Schmiede wäre, glaube ich, hier in der Nähe etwas besser aufgehoben. Irgendwie am besten das Plateau erweitern nach hier. Ja, genau, nach hinten raus vielleicht. Wäre gar nicht mal so schlecht. Dann ist neben der Mob-Farm doch Platz Erde für ist. Ja, Farm. Erde ist hier auch noch 23 drin in dieser unteren Kiste. Das ist super, natürlich Also mal da ist noch eine zu. ganze Menge. Prima, das ist super. Ein bisschen Glas brauche ich auch. Du benutzt So. den linken, dann benutze ich den anderen. So, dann kann ich mal anfangen. Und zwar erstmal den Pneumatic Servo. Den habe ich schon mal. Dann das Maschinen. Ah, falsches Ding gewählt. Das Ding. Was So. fehlt mir denn? Eisen habe ich, Gold habe ich, Quest Glas habe ich. fertig. Yippie. Ja, ich nehme das gleich mal raus, dann kannst du damit weiterarbeiten. Ach, mir fehlt ein Ich Glas. nehme mal den Slimy Sapling Ja, als gut. Reward. Ein Augenblick, So. was nehme ich denn? Soll ich, was nehme ich denn? Gute Frage. Reward Bag oder eher den Peach Sapling? Ich weiß nicht, den Peach Peach, Sapling brauchen wir nee. nicht. Nimm Brauchen wir nicht den Bag. wirklich. Ich nehme die Reward Bag. So, in die Kiste hier. Ne, die ist irgendwie zu voll. Ich leg mal in die oberste Kiste hier. Da lege ich mal die ganzen Tue ich mein Zeug auch extra dazu, Bricks rein. weil dann baue ich nämlich erstmal die Plattform. Ja, genau. Habe ich da sonst noch was von? Ne, das waren die. Okay, sehr schön. Gut. Kurz eben schauen. Ah ja, die Reward ist sogar eine Good. Das ist schon mal interessant. Klingt gut. Und, oh. Weißt du, was ich gekriegt habe? Was kommt jetzt? Oh Schau mal. yeah. Das ist cool. Ich habe ein Sonic Harness gekriegt, plus ich habe eine Pickaxe of the Core, eine Axe of the Stream und eine Hoe of Growth. Oh Die Gott. Hoe of Growth hat Repair 5, die Axe of the Stream hat auch Repair 5 und Frugal 5 und die Pickaxe hat leider nichts. Oh mein Gott. Das Schade, ist dass die krass. Pickaxe kein Repair hat, Alter. Aber allein Schade. schon die Axe of the Stream mit Repair Geil. und die Hoe of Grow mit. Die Hoe of Grow mit Repair. Ah, funktioniert die an den Pflanzen? Das ist eine Frage. Eine gute Frage. Wie ging das mit Rechtsklick doch normalerweise, oder nicht? Keine Ahnung. Scheint nicht zu funktionieren. Ah, Mit schade. Shift-Rechtsklick auch nicht. Aber bestimmt auf den Vanilla, Pflanzen wie Weizen Ja, stimmt. und Kartoffeln Da und müssen wir das dann ausprobieren. Alter, das ist mit das. Repair. Mit Repair. Ja, das ist richtig Nett, geil. nett. Ich leg die Sachen aber lieber erstmal in eine Kiste Ja, rein. absolut. Sicher ist sicher. Auf Dass sie jeden uns Fall. wegfallen. Nee, das wäre ultra blöd. Das war mal eine richtig gute Tasche, würde ich sagen. Ich brauche noch ein bisschen Glas. Dann haben wir unseren Ignis Extruder auch gleich. Und dann mache ich mich, glaube ich, daran und baue uns eine Barrel. Und lasse dann automatisch das Ganze in die Barrel laufen. Was wollte ich denn jetzt bauen? Jetzt bin ich da ganz komplett durcheinander. Ach, da hinten war ich ja schon dabei, genau. Ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Materialien denn? Tin, habe ich Tin dabei? Ach, jetzt habe ich das Tin natürlich nicht dabei. Wo ist mein Zinn? Da ist mein Zinn. So, ich denke mal, jetzt habe ich alles für den Ignis Extruder. Bisschen das. Weiteres Glas. Ne? Was war das? Was fehlt denn jetzt? Der Piston? Mal gucken. Also, ich habe. Ach, den Piston habe ich echt noch nicht hergestellt. Okay. Den da. Mehr fehlen. Nochmal. Wooden Planks. Ach, mir fehlt Cobblestone. Okay, alles klar. Einen Augenblick. Ich baue mal ganz kurz ein bisschen Cobblestone wieder ab. Aber das war mal eine richtig geile Kiste, würde ich sagen. Absolut.
Besonders der Harness, wenn wir dann irgendwann mit Swampcraft anfangen, können wir gleich direkt fliegen und brauchen das nicht erforschen. Ja, das ist echt cool. Etwas Iron und ein Redstone fehlt noch. So, sehr schön. Und dann haben wir auch einen Piston. So, jetzt habe ich den Ignis Extruder endlich geschafft, den wir schon verfolgen haben wollten. Ja, ein Ignis Extruder. So, du brauchst ja jetzt eine Plattform. Soll ich so lange warten, bis du mit der Plattform soweit fertig bist, oder stelle ich den schon mal irgendwo auf? Stellen schon mal bitte irgendwo auf, damit wir schon mal Cobblestone machen können, weil für die Plattform brauche ich ja Cobblestone. Die Frage ist jetzt aber, können wir den wieder mit der Spitzhacke abbauen und geht er dann kaputt? Nee. Oder brauchen wir einen Crash and Hammer? Wie viel Eisen haben wir noch übrig? Weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben noch drei Eisen über. Das würde für einen Trees and Hammer reichen. Und einen Zinn brauchen wir dafür noch. Und ein Zinn. Da muss ich mal ganz kurz nicht gucken. Zinn, Zinn, Zinn. Silber, Zinn, drei. Broken. Ah. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Gravel gleich kurz siften. Egal, dann baue ich gleich noch einen Crash and Hammer, dann setze ich den irgendwo erstmal hin. Theoretisch kann der ja hier hin, wo der alte Cobblestone-Generator ist. Hast du. Du hast ja noch einen Guck gerade Eimer, den ne? Eimer. Guck den Eimer gerade, ja. Ich suche Irgendwo hatten wir nämlich. einen. Wo ist der Eimer? Ach, nee, ich hab ihn. Ah, Ah, okay. sieht ja so komisch aus. Ja. Ich dachte gerade so, hä, wo haben wir denn den Eimer? Aber das ist ja dieser komische Drachendings. Bau den Ach direkt am damn, jetzt habe ich besten. erst das. Hier. Ich wollte gerade sagen, ich nehme jetzt erstes die Lava weg. Oh, ich habe eine Idee. Cobblestone? Haben wir noch Cobblestone? So, dann setze ich den mal hier hin. Und dann mache ich hier mal ganz kurz eben alles weg. Lava rein und Wasser rein. Und ey, Yippie! Cobblestone! Es generierte sich Cobblestone. Yay! Sehr schön. Jetzt kannst du Sehr, sehr gerne schön. mal den Barrel bauen. Der wäre jetzt Ja, ich wollte angebracht. jetzt. Genau, die Barrel, die wollte ich jetzt bauen. Folgendermaßen, wie ging das überhaupt noch? Ich glaube, ich gucke lieber nochmal nach, bevor ich das baue. Eine Kiste, Oh. Holzstämme und eine Slab obendrauf. Ach ja, Holzstämme brauchen wir. Dann haben wir noch Holzstämme. Ich baue dir welche ab. Ja, du kannst auch die Ex aus dem Stream nehmen, dann bist du schneller, ne? Ja, stimmt. Die hat ja Repair. Ach ja, stimmt. Ah, geil. Ah, ich habe selber noch. Ah, ich habe bestimmt. Baue trotzdem welche auf. Ab, wir brauchen bestimmt noch irgendwann wieder Holz bald. Blub, 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 blub. Yeah. Ich mag Und eine Kinderholz. Slab, sagtest du, ne? War das drüber? Ja. So, und dann da nächste. Ja, wir haben eine Barrel. Sehr schön. Dürfte ja auch schon mal soweit funktionieren. Vor allem sind Tada! die Barrels nicht ganz so Diva-mäßig wie die von Factorization, weil die nehmen nämlich Input und Output von überall. Die auch. Ja? Ja, die kannst du auch überall inputen und outputen, die Barrels. Okay, nee, ich dachte. Das, Ja, diese jetzt ja, aber die von Factorization, die früher Ach, die quasi. von Factorization, ja, Genau, richtig, genau. Die die waren sind, immer pingelig. ja, Das da musst du war von oben, glaube ich, einfüllen und unten musst du wieder rausnehmen. nervig. Das ist immer ein bisschen blöd, aber naja, gut. Haben wir ja sonst, was können wir als jetzt machen? Haben wir noch irgendwas? Moving Molten Metals. Ach, Pneumatic Servo, ha, sieht aus, den habe ich schon gebaut. Fluid Duct müssten wir eigentlich nur noch bauen ein. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Ein bisschen Glas und ein bisschen Copper. Den Copper eben einschmelzen, hätten wir wieder eine Reward Bag. Ich glaube, das mache ich Ja, mal eben schnell. es läuft, ich liebe sie. Ja, wir kriegen Cobblestone ohne Ja, Ende. Gott sei Dank. Das Bild flackert ein bisschen auf der Barrel, aber es liegt wahrscheinlich an Opfern. Bei mir ist alles in Manchmal Ordnung. nicht so. Ja, manchmal nicht so verträglich. Aber da Optifine draufhauen, damit es ein bisschen flüssiger läuft, waren in den ersten 4 Folgen nicht ganz so flüssig. Lag einerseits daran bei mir, dass die Sichtweite noch auf Fahr gestellt war. Das ging so gut. Und andererseits habe ich jetzt Optifine noch drin. So, ich denke mal, das behebt einiges an den Problemen. Läuft auf jeden Fall jetzt auch wesentlich flüssiger. Ach ja, das Schwert nehme ich mir jetzt mal. Und fahre Ah. zwischendurch mal Sind ein ein paar paar Monster Viecher. gespawnt wieder? Ja, ein paar Zombies. Ah, sehr schön. Zack. Dann können wir das Schwert direkt mal mit leveln. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann, wenn es hochgelevelt ist, mit Lack noch drauf. Oder Loot. Loot, Oh genau. ja. Und ein Sehr Skelett höre schön. ich. Ich habe es genau gehört.
Oh, ich werde jetzt gar nicht mehr so schlecht. Echt? Ja, zwei Schläge, sind down. Wow, ja, ja, das ist echt. Yay, Pfeil und zwei Knochen. Ja, Knochen für die Quest, das ist schon mal sehr gut. Aber noch Rotten Damit wir Flash. Die Quest auch durchkriegen. Ach, die Sealed Bricks müssen noch. Puh, du noch durchlaufen lassen. Das da nochmal und leg das. Ne, da lassen wir das Holz einfach drin. Dann kann ich das da ja einfach einschmelzen. Genau, dann nehme ich mal den Kopper. Schmelze ich mir den noch kurz ein. Und dann kann ich den die Liquid Duct machen. Und dann dürfte theoretisch, wenn die Quest sich nicht noch erweitern sollte, da eventuell auch eine Reward bekommen. Mal gucken, ob sich das erweitert. Wahrscheinlich. ach, verdammt, das waren, glaube ich, zwei Kopper, ne? Oh, das wäre natürlich ärgerlich. Oder waren es sogar die guten Liquid Ducts? Das wäre natürlich noch peinlicher. Nee, das auf keinen Fall. Ich glaube, es waren zwei. Ein Augenblick, ich gucke lieber nochmal. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss es ja schon zwei sein eigentlich. Item Duct, Fluid Duct, dann Liquid. Item Duct? Ah, Fluid Duct sind das, ne? Ja, verdammt. Ach, die werden ja ganz anders hergestellt jetzt wieder. Ach, die waren ja gar nicht mehr mit Dings. Okay, die Dinger müssen wir herstellen, das heißt, ich brauche drei Kopper. Naja, gut, okay. Drei Kopper wird schon ein bisschen schwieriger. Lass mal gucken. Was habe ich denn sonst noch? Hier habe ich noch Pulverized Copper, das heißt, da kriege ich schon mal einen raus. Und hier habe ich noch Crushed Copper. Sehr schön. Das heißt also, ich kriege ich trotzdem raus. So, und zwar einmal so. Und dann haben wir da schon mal wieder einen Copper. Normalerweise sollte ich auf die Smeltery warten, aber ich will die Quest fertig haben. Stimmt, die Smeltery. Ach, da war ich doch dran. Copper Ore, das ist das. Genau, dann machen wir noch einen weiteren. Okay, dann. So, und dann schmelze ich die auch noch eben ein. So, dann warten wir noch eben schnell auf My Copper. Und dann haben wir das Quest auch erledigt. Dann gibt es nochmal eine Reward Bag. Yeah. Hoffentlich wieder was Gutes. Ich leg mich mal schnell ins Bett, genau. denk dran, dass du dir ein paar Fackler baust. Ja. Hast du schon gemacht? Hab ich. Ah, okay. Den gut. Fehler mache ich nicht nochmal. ja, ich mein's ja nur gut. ah, da liegt das drin. Super. Heißt. Hey? Das war doch jetzt blöd. Nur das. Eins, zwei, drei. Kappa. Ach nee, Copper Lad und Copper Ma. Mann, ich krieg heute auch gar nichts gebacken irgendwie, glaube ich. Lad. Irgend Silber, Platin, Nickel. Ach, war das Nickel, was das Lad wird? Nee, Nickel oder wird zu Ferris. Was. Ach, war Lad war das Nebenprodukt von Iron, ne? Huch. Oh. Oder wie sehe ich das? Hä? Kriegt man Lead denn so? Ja. Crushed Copper, also Gold, dieses Gold. Oh. Hier ist Aluminium. Trottel. Ja. ah ja, genau. Leiter. Ah, da ist Lead. Ich hab's gefunden. Super, perfekt. Ja, mal ganz kurz da dabei. Dann muss ich mir halt nochmal ein Lead machen. Kein Thema. Wir haben es ja. Wir haben es noch. Noch haben wir es. noch haben wir Materialien, aber die lösen sich halt relativ zügig dann doch auf. Mhm. Wenn man da halt ein bisschen mitarbeitet. Wie gesagt, als nächstes werden wir mal gucken, dass wir dann vielleicht sogar schon die Pulverizer als nächstes angehen. Ja. Dass wir dann automatisch den Cobblestone, den wir generieren, gleich durch den Pulverizer tun. Mhm. Dann haben wir schon mal Gravel daraus. Wäre schon mal nicht verkehrt. Lad, genau, wunderbar. Jetzt habe ich das Quest aber. Ah, so. So, und wie, es gibt eine Folgequest. Wahrscheinlich. Nö, ich glaube nicht. Ah, doch, Take Rewards. Ah, oh, sehr schön. Claim Rewards. So. Da gibt es aber leider nur eine Basic. Ist halt nix. Mal gucken. Was habe ich denn gekriegt? Diamond Horse Armor. Na, super. Mit Sharpness 5. Was? Ah, muss erstmal Pferde kriegen. Das... Gott.
Ja, aber ja gut, wozu brauchen wir hier Pferde eigentlich? Um schneller von A zu B zu kommen. Ja, genau. Das Viertelherz. Können wir. Nee, können wir nicht entzaubern, oder? Nee, haben wir keine Möglichkeiten. Das Uncraft und ich gesagt, ah, schön Diamanten, aber. Ich Schade. glaube, hier gibt es da Schade. sogar gar keine Möglichkeit. Ja. Ja, gut. Das macht dann ja nichts. Gibt meine jetzt eigentlich? Nee. Dings hatte sich, glaube ich, gelevelt. Meine Pickaxe, meinte ich. Nee, die ist nur kaputt gegangen. Ich dachte vielleicht, dass wir dann. Ach doch, warte mal, wir können das Redstone wieder abbauen. Wir haben ja die Pickaxe of Sepoa. Ja, stimmt. Ha. So, verschwindet das da wenigstens auch. Yep. Ah, gut, habe ich zwar eine Haltbarkeit dafür verwendet, aber das ist ja, spielt jetzt keine Rolle. Nö. So, dann kann ich mal die ganzen anderen Blöder Sachen hier mal wieder Inselblock. reinlegen. Das Redstone liegt hier unten noch drin, oder? Ja, das lege ich dann da auch mal raus. Lege ich da mal mit dazu und das Glas lege ich auch mal zu den Erzen, ne? So, die lege ich da mit rein. Und dann würde ich sagen, der Ignis Extruder steht und das ist doch eigentlich ein schöner Punkt, um die Folge zu beenden. Und beim nächsten Mal machen wir dann die Smeltery und dann verdünnen wir unsere ganzen Ores. Genau. Bis dann erst einmal. Ciao! Ciao, ciao.